25. Februar, 14.21 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Bringen wir es hinter uns, der letzte Akt hier, der Schlussakt. Los geht's. Nun denn, die Angeklagte Frau Lana Sky soll in den Zeugenstand treten. Hier bin ich. Frau Lana Sky, Sie sind die Generalstaatsanwältin. Ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, was von Ihnen erwartet wird. Aber Herr Edgeworth, Sie wissen doch bereits alles. Sie wissen alles, was ich in den letzten 2 Jahren getan habe. Bitte machen Sie Ihre Aussage, Frau Sky. Und denken Sie daran, Sie sagen unter Eid aus, wir wollen die Wahrheit hören. Natürlich, die Wahrheit. Lana, egal was passiert, ich werde immer deine Schwester sein. Nun denn, Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Verhältnis zu Gant. Alles hängt von Ihrer Aussage ab. Sie sind unsere einzige Chance, Frau Gant, was rede ich hier? Sie sind unsere einzige Chance, Gant zu überführen. Na dann, Gant und die Manipulation. Los geht's. Ich habe jahrelang mit Gant zusammengearbeitet. Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Als ich Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Ehemals spielte dabei keine Rolle. Wollen Sie wirklich bei dieser Aussage bleiben? Euer Ehren, ich gestehe ein Kapitalverbrechen. Natürlich bin ich mir da sicher. Aber Lana... Wenn das stimmt, heißt das, dass Polizeichef Gant nichts damit zu tun hatte. Das habe ich Ihnen doch schon von Anfang an gesagt. Bitte, Herr Wright, Sie müssen ihr helfen. Sie opfert sich für mich. Aber was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hat? Hat sie nicht. Ich kenne doch meine Schwester. Immer wenn sie so steif ist beim Sprechen, dann verheimlicht sie etwas. Tief in ihr drin schreit sie vor lauter Schmerz. Oh, ja, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um meine Meinung in Frage zu stellen. Die Verteidigung darf jetzt mit dem Kreuzfeuer beginnen. Okay, los geht's, Leute. Gant und die Manipulation. Ich habe jahrelang mit Gant zusammengearbeitet. Wie viele Jahre waren es genau? Seit ich Oberinspektorin geworden war. Mal sehen, damals war ich 24, es müssten also 5 Jahre sein. Ach, Inspektor Gant und Inspektorin Sky waren als Partner legendär. Ich habe sie selbst bei zahlreichen Fällen Aussagen gesehen. Sie muss gut gewesen sein. Sie war ja schließlich auf derselben Schule wie Mia. Damon Gant war ein rechtschaffener Inspektor, deswegen... Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Aber überlegen Sie bitte nochmal, Frau Sky. Sie haben Inspektor Goodman nicht ermordet. Das haben Sie mir doch gestern im Gefängnis gesagt. Sie verstehen es immer noch nicht, Herr Wright. Jede Aussage, die Sie nicht vor Gericht bekommen, ist nichts weiter als Gerede. Hä? Ich habe Inspektor Goodman ein Messer in den Leib gerammt. Und... Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz alleine manipuliert. Haben Sie das getan, um Ihrer Schwester zu helfen? Joe Dark war ein Serienmörder. Meine Schwester wäre um ein Haar sein letztes Opfer geworden. Ich wollte nicht, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert. Aber was Sie getan haben, war doch nur berechtigte Selbstverteidigung. Sie wäre doch überhaupt nicht angeklagt worden. Darum geht es nicht. Sie erlitt an diesem Tag ein Trauma und alles nur wegen dieses Mistkerls. Das konnte ich ihnen nicht verzeihen. Lana, deswegen haben Sie also die Beweise vor 2 Jahren manipuliert? Als ich Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Sie sagen, Sie hätten das alles ganz alleine durchgezogen? Ja. Würden Sie uns bitte erzählen, was Sie vorfanden, als Sie am Tatort eintrafen? Offenbar war ich die erste Person am Tatort. Das zerbrochene Messer der Staatsanwaltstrophäe steckt in der Leiche. Was? Aber Staatsanwalt Marshall starb bei einem unglücklichen Unfall. Sie haben nur geträumt, dass das ein mögliches Szenario war. Hä? In Wahrheit hat nicht meine Schwester den Staatsanwalt umgebracht. Fantasieren Sie so viel Sie wollen, Herr Wright, aber ich werde dabei bleiben. Sie meinen, Staatsanwalt Marshall wurde letztlich doch von Dark getötet. So in der Art. Wenn das der Fall ist, was ist dann aus der anderen Mordwaffe geworden? Dark war mit einem Springmesser bewaffnet. Ach,
Das lag auf dem Boden, ein kleines Stückchen entfernt. Es ist ihm wahrscheinlich beim Kampf aus der Hand geschlagen worden. So ist es nicht abgelaufen. Sie versucht, ihre Lügen mit weiteren Lügen zu vertuschen. Alles nur, um mich zu beschützen. Als Sie also den Tatort so vorfanden, was haben Sie da getan? Schließlich kommt es ja genau darauf an. Ja. Die Messerspitze abbrechen, sie in die Wunde stecken, die Leiche bewegen. Alles ich. Sie haben die Spitze von Darks Messer in die Wunde des Opfers. Sie haben sie in die Leiche bewegt, dann auch, das haben auch so gemacht. Und, aber warum? Warum hätten Sie das tun sollen? Das sollten Sie doch am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für Ihren schlauen Kopf bekannt. Mein Kopf ist auch nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich helfen und fragen. Warum hat sie es hineingesteckt? Aber warum haben Sie das getan? Also wirklich, Herr Wright, selbst Sie sollten das rausbekommen können. Die Zeugin soll ausführlich darauf eingehen. Darauf, warum Frau Sky das Messer manipuliert hat. Ich wusste, dass die Spitze der Waffe in der Leiche uns als Beweis reichen würde. Laut Ihrer Aussage war das zerbrochene Messer von Staatsanwalt Marshall die Mordwaffe, stimmt's? Ja, und hätte ich das so gelassen, wäre Dark davongekommen. Ich dachte, die effektivste Art und Weise, ihn verurteilen zu können, bestünde darin, dass sich seine Messerspitze in der Leiche des Opfers befände. Also haben Sie... Sie haben sie in die Stichwunde des Opfers gesteckt? Ja. Weil ich Dark dafür gehasst habe, was er getan hat. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielt dabei keine Rolle. Sie haben also den Tatort umarrangiert. Sind Sie sich sicher, dass Sie das nicht taten, damit Emma nicht wie die Mörderin aussah? Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen, Herr Wright? Emma war es nicht. Basta. Sind Sie so verzweifelt, diese Tatsache zu verbergen, dass Sie sogar die Todesstrafe in Kauf nehmen? Sie lügt. Sie hat das getan, damit ich nicht dazu zur Verantwortung gezogen werde. Wie auch immer. Als Staatsanwältin war das, was ich getan habe, unverzeihlich. Es gibt nichts, wodurch ich meine Taten wieder gut machen könnte. Herr Wright, meine Schwester lügt. Sieht so aus, als würde sie dich bis zum bitteren Ende beschützen wollen. Sie beharrt darauf, dass sie die Beweise selbst manipuliert hat. Es ist gar nicht möglich, dass sie es alleine getan hat. Ich muss es schaffen, dass Lana noch mehr erzählt. Falls sie lügt, wird sie sich verplappern und einen Widerspruch verstricken. Jahrelang, bla bla bla, Messerspitze abbrechen, in die Wunde stecken. Ist das überhaupt möglich? Naja, eigentlich nicht, oder? Also vor 2 Jahren wurde die helle Bade auf ganz Wunsch entfernt. Also, wie kann sie denn die Messerspitze abbrechen? Ist das nicht ein voller Widerspruch? Also ich speichere nochmal, aber für mich ist das sehr sonderbar. Also warum sollte sie die ganze Zeit mit dem Ding da rumlaufen? Das ist halt auch eine... Naja. Achso, wir reden ja von vor 2 Jahren. Oh, sorry. Leute, ich nehme schon Weichen auf. Es tut mir leid, es ist gerade wirklich... Ist okay, ist okay. Ist okay, ich hab schon verstanden. Eine Messerwunde starb zwischen 16... Okay, das ist jetzt nicht wichtig. Wasser Lackspur, lalala. Ein Tatort gefunden, ein Schal. Okay, das war ja... Lösung, Mama. Boah. Gar nicht so einfach, ne? Tatort eines Messerangriffs. Was können wir da jetzt noch nutzen? Also. Wir könnten uns nochmal das hier angucken. In die Wunde stecken. Einzelne Stichwunden in Herzlunge, starb beim Blutverlust in weniger als 10 Minuten. Waffe in Wunde mit fehlender Spitze. Warte mal. Die Waffe in der Wunde mit fehlender Spitze. Sie sagt doch, die Messerspitze abbrechen und sie in die Wunde stecken. Aber die... Das ist ein Widerspruch. Es steht doch wort... Leute, komm. Es steht wortwörtlich da. Es stand gerade da, ich habe die Spitze abgebrochen und in die Wunde gesteckt. Und jetzt, naja. Ja, komm. Wir greifen das nochmal an. Irgendwie. Na komm. Moment mal. Wir greifen das ja nochmal an. Angreifen. Ja, das mit dem Messer, das ist, glaube ich, egal. Habe ich den Tatort umarrangiert? Mal, was war jetzt? Ich konnte doch bei einem, konnte ich doch ja die Optionen irgendwie ändern, ja? Also,
Vielleicht sagt sie mal so einen anderen Punkt aus. Ba bam 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 bam. Ja, komm, weiter. Weiß reichen würde. Die Messerspitze abbrechen, sie in die Wunde stecken, die Leiche bewegen. Das war alles ich. Aber was habe ich denn jetzt für einen Beweis letztendlich? Ein ganzes Tresor gefunden. Beweis für etwas, aber für was? Das war alles ich. Beweisliste. Abbrechen. Die Messerspitze abbrechen, sie in die Wunde stecken, die Leiche bewegen. Das war alles sie. Aber... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin völlig überfragt gerade. Wir laden nochmal. Ich bin völlig überfragt. Ich habe die Beweise vor 2 Jahren manipuliert, ganz alleine. Ich wusste, dass die Spitze der Waffe in der Leiche uns als Beweis reichen würde. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. So, Emma spielte keine Rolle. Das ist der Widerspruch. Die wollte mich verarschen, ja. Mensch, das muss doch... Ist es so? Das ist deine Motivation, warum du es getan hast. Komm schon. Das ist wirklich... Du wolltest deine Schwester beschützen. Also dementsprechend ist der Lappen da deine Motivation. Ja, oder ist es jetzt Beweis, es könnte halt alles sein, faktisch. Es könnte wirklich alles sein. Die einzige Motivation war Vorteil von Dark. Emma spielte dabei keine Rolle. Ja, ich versuche jetzt alles durch. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, Leute. Ich bin völlig überfragt. Meine Schwester lügt. Okay, also wir müssen letztendlich, was müssen wir denn angreifen? Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz alleine manipuliert. Vor 2 Jahren wurde die helle Bahn auf ganz Wunsch entfernt. Seitdem diese Form. Haben wir irgendwie einen Beweis? Ja, die Sache ist, wir könnten halt jetzt wieder vorzeigen, dass die Sachen halt in seinem Tresor waren. Aber das bringt ja scheinbar nichts. Ihr seht das ja. Also... Können ja nicht immer die gleichen 2 Beweise vorlegen, oder? Das war ja das, was sie vom Prinzip her jetzt hier... Sie haben sie bewegt, bla bla. Warum haben sie das getan, bla bla bla. Warum haben sie die Leiche bewegt? Machen wir mal das hier. Als sie am Tatort eintrafen, wo genau lag da die Leiche des Opfers? Sie lag dort, wo sie schon vermutet hatten, neben dem Tisch vom Polizeichef Gant. Die Leiche wurde aber bei ihrem Schreibtisch gefunden. Warum haben sie dort hingelegt? Der Grund dafür ist ganz einfach. Nun gut, dann nehmen wir das in die Aussage der Zeugin auf. Den Grund, warum Frau Sky die Leiche bewegt hat. Die Scherben der Vase, die bei den Vorfällen zur Bars gefährdeten diesen Plan. So, gucken wir mal. Naja, ich meine, wir könnten das Ding an sich aufzeigen. Die Scherben der Vase... Moment, wir gehen da nochmal drauf ein. Stücke der Vase, sie meinen... Ja, diese elende Vase, die uns Herr Wright vorhin gezeigt hat, um zu zeigen, dass Dark das Verbrechen verübt hatte, hielt ich es für zweckdienlicher, die Leiche woanders hinzulegen. Also, als sie die Leiche ursprünglich fanden, war die Vase schon... Natürlich, sie war in lauter Scherben zerborsten. Wenn man sich den Tatort ansah, war sofort klar, was passiert war. Ja, dann das hier. Neil Marshall war tot und Dark lag bewusstlos da. Mit anderen Worten, die Vase muss während ihres Kampfes kaputt gegangen sein. Verstehe. Was ist denn, Emma? Anscheinend ist die Vase zu dem Zeitpunkt zerborsten, als das Verbrechen passierte. Aber ich habe so ein Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt. Da muss doch irgendwo ein Widerspruch sein. Wie auch immer, ich habe diese Manipulation völlig allein begangen. Die Scherben der Vase bei den Vorfällen... Ich speichere nochmal. Sorry, aber jetzt ist es gerade so schwer hier, also... Naja, also ich meine... Emma steht auf dem Blut, also eigentlich könnte man sagen...
Ja, es muss die Vase sein, sonst hätten wir doch das Teil dann nicht in seinem Tresor gefunden. Frau Sky, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Sie haben dieses Verbrechen vor 2 Jahren begangen, um Ihre Schwester zu schützen. Sie meinen die Manipulation am Tatort, an dem Neil Marshall ermordet wurde? Wenn diese Wahrheit jetzt ans Licht käme, wären die letzten 2 Jahre Ihres Lebens nutzlos gewesen. Auch wenn dies so ist, sehe ich mich gezwungen, alle auf einen Widerspruch in Ihrer Aussage aufmerksam zu machen. Ein Widerspruch in meiner Aussage? Sie haben ausgesagt, ich zitiere, die Scherben der Vase, die bei den Ereignissen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Das ist richtig. Haben Sie ein Problem damit? Es ist ein einfaches Versehen, nichts weiter. Sehen Sie, auf die Vase war etwas mit dem Blut des Opfers geschrieben worden. Ja, der Staatsanwalt muss das in seinen letzten Atemzügen geschrieben haben. Genau. Und da liegt auch der Widerspruch. Hä? Damit das Opfer diese Nachricht auf die Vase hätte schreiben können, hätte sie vor seinem Tod noch nicht kaputt sein dürfen. Ah! Er hätte Emmas Namen nicht auf eine zerborstene Vase schreiben können. Ja, okay, das ist schon ein Einwand hier. Ruhe! Ruhe! Euer Ehren, es sieht so aus, als würden mehr Informationen zu dieser Vase und dieser blutigen Nachricht benötigt. Uns könnte hier etwas Entscheidendes entgangen sein. Etwas Entscheidendes? Generalstaatsanwältin, Sie scheinen genau im Dunkeln zu tappen wie wir, was die Wahrheit betrifft, die wir hier herausfinden wollen. Was? Sagen Sie uns einfach nur, was Sie gesehen haben. Wir setzen dann die Informationen zusammen, um die Wahrheit herauszubekommen. Nun gut, die Zeugin darf mit ihrer Aussage fortfahren. Ach. Vase und Nachricht im Blut. Immer diese Vase, ey, die ist ja wirklich entscheidend, ja? Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt, aber in diesem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruchstücke waren groß, deshalb bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Sie meinen, Sie waren diejenige, die diese Nachricht im Blut weggewischt hat? Zu dieser Zeit war ich noch nicht Generalstaatsanwältin. Sie glaubte nicht, dass Stark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kann jetzt mit dem Kreuzfeuer beginnen. So, aber ich werde jetzt tatsächlich mal die Chance nutzen, mal Schuss zu machen. Ich wollte ja eigentlich den Fall durchspielen, aber ich merke langsam, versagt meine Stimme. Also irgendwann, geht's nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wir machen an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Bis dahin und ciao.